Moin, moin, meine lieben Freunde der Volksmusik und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Wieso fließt hier Wasser über unser Floß drüber? Das kann nicht gesund sein. Wieso kann ich hier nichts reinbauen? Ach, da. Just over the Haikopf. Haikos Kopf. Oh, lass uns die Haie Heiko und Heidi nennen. Haiku und Heidi. Somewhere over the shark head. Boah Gott, jetzt ist aber richtig schlecht, ey. Naja. Ich muss das Niveau ja unten halten, deswegen. Okay, du machst fertig. Okay. Machst du die Brücke oder darf ich diesmal? Wie Sie wollen. Ich mach mal einmal. Ich möchte auch mal eine Brücke bauen. Ich finde das ja schon mal ganz toll, dass du nicht mehr so allergisch auf dieses Wort Brücke reagierst. Das habe ich überwunden. Okay, jetzt muss ich irgendwie rüber auf die andere Seite. Das kann jetzt ein bisschen problematisch werden. Und ich glaube, wir müssen eine Zwischenplattform bauen. Ja. Klatsche mal dran und nachher werden wir es wissen. Oha. Das ginge, glaube ich, gerade, ha? Aber es hängt schon tief durch. Aber da, wir kommen nicht in der Mitte durch. Sollen wir noch eine Plattform dazwischen bauen, sag mal? Würde ich fast, oder? Ja. Ich guck mal ganz kurz eben, ob das Floß jetzt. Ne, das steht auf keinen Fall mittig. Wir müssen erst noch ein Stück zurück, ne? Moment, ich klatsch mal ins Wasser. Wobei, warte mal, je nachdem, wie weit du rüber kommst, das müsste passen, dass du da mittig dazwischen kommst. Ich guck mal ganz kurz, ich stell mich mal eben so hin. Ja, das muss noch ein bisschen weiter. Kommst du noch ein bisschen weiter weg? Dann muss ich. Ich sag dir dann, wo die Mitte ist. Ich kann das Buch nicht aufmachen. Ach man. Muss erst das Ding hin auswählen, ne, glaube ich. Oh. Ja, habe ich gemerkt. Okay. Hier. Jo. Da haben wir das erst gewählt und jetzt. Nein, ne, zu weit. Mal ein bisschen weiter? Oh. Es ist immer ein bisschen weiter vor mir, das musst du einberechnen, ne? Ja. Ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Das ist ziemlich mittig. Und dann brauchen wir vielleicht sogar schon. Ja, doch, ein bisschen höher ging nicht, ne? Ah. Ja, ich würde sagen, das lassen wir ja, so. Das wird so gehen. Also Brücke weg nochmal, oder? Ja, Brücke weg, genau. Bye. Dann kommt die Brücke auf jeden Fall schon mal. Verbaust du das ja gerade eben schon mal? Dann hole ich ja schon mal neues Holz hier in den Logsled rein. Warum? Ja, damit wir Holz haben, deswegen. Nee, nicht das. Ich. Forest. Huch, was will ich mir mit dem Kochtopf jetzt hier? Das ist ja Quatsch. Hi. Vielleicht wollte ich mir jetzt gerade erstmal einen Pot Chili machen. Ehrlich gebraut ist. Jetzt tu den Pot doch mal weg, oh, Alter. Oh, Chili kommt gar nicht, da sagst du was. Das ja, wäre doch mal wieder gut. Ja, würde ich auch gerne essen, hat aber leider auch. Jetzt dafür, ne? Für die Chili Con Carne. Wieso kann ich den Logsled jetzt nicht mehr nehmen? Tja, Patrick, ich glaube, der ist kaputt, ich kann nicht mehr nehmen. Dann muss so, er leider sterben. So, kann man den Logsled zerstören? Weil, ich glaube fast, ja. Hallo Kelvin und hallo Markus. Oh. Wieso seid ihr eigentlich alle krank? Was soll denn der Quatsch? Mensch, ihr müsst mal mehr Vitamine essen. Mal ein Salat oder so was Ekliges. Achso, ja. Bin gleich da. Ja, der Logsled hat sich bei mir erledigt, ne? Also. Achso, fährst du es alleine rüber, oder was? Ja, was soll ich machen? Aber es geht, ne? Ja. Ja, komm, ich. Sehr schön. Ja, jetzt komm. Ist doch scheißegal, bleib weg. Nee, ich hab gesagt, ich fäll in der Zeit jetzt nochmal ein, zwei Bäume mehr, dann geht's gleich ein bisschen schneller hier. So, ich dachte, du musst jetzt kommen. Nee. Fährst du hier hin, ne? Nicht da drüben. Ja, ich muss noch drehen. Außerdem hier ist noch ein Lok. Bye. Ja, drehen unbedingt brauchst du ja jetzt auch nicht. Ich dreh gleich am Rad. Ja, ich drehe ja auch gleich am Rad, weil meine E-Taste nicht mehr funktioniert, Patrick. Wie mache ich das jetzt? Ja, auf eine andere Taste legen. Nee. Ja. Nein, das ist doch wieder dieser Bug, dass wenn man irgendwie was gewechselt hat, dass es dann nicht mehr funktioniert. Wie konnte man das denn beheben? Bogen in die Hand? Nee. Mit dem Bogen hatte man das öfters mal. Hallo, moin Kalle. Wo ist denn der Logsled? Der steht hier vorne. Wo denn? Irgendwo hier vorne. Da, zwischen den beiden ja. Baumstumpen. Nee, das ist der Baumsled. Boxsled, direkt. Nee, ich kann auch die Blocks hier nicht mehr aufheben, das meine ich.
Ja, probier mal eine andere Taste schon, ob es dann funktioniert. Natürlich wird das funktionieren, das ist doch. Ach, Mensch. Das ist Q. Ich weiß, dass das Q ist. Du bist auch eine Kuh. Eine blöde Kuh bist du. Dann bist du ein Hornochse. So. Gleich mal die erste Morgenbeleidigung raushauen und dann geht's einem besser. Ich kann ja auch mal auf. Wieso? Mann! Ich geh mal speichern, ey. Wieso ist Du das kannst los eigentlich versuchen, mich nicht? umzubringen und vielleicht geht's dann. Ja, tolle Idee. Aber wahrscheinlich wird das sogar wirklich funktionieren. Na also. Das vor uns C. ist das Suizidcode. Mir wird gar nichts mehr angezeigt. Also scheinbar muss ich das wirklich machen. Ich kann auch nicht mehr speichern oder so. Oh. Ich speichere mal. Ja, ich spring mal jetzt irgendwo von der Höhe runter. Muss ich glaube ich zweimal machen, weil das erste Mal reicht gerade eben nicht Moment, Moment, aus. ich verdresch dich, ich verdresch dich. Nein, du verdreschst mich jetzt nicht. Das geht auf Doch, meine komm her, Rüstung. Hör komm auf her. damit. Hör auf! Ja. Darf ich dich sprengen? So, erster Sprung. So. Einmal. Was war das jetzt gerade für ein Zeichen? Jetzt wird mir gerade im Flug R angezeigt. Ah, das ist, Frag ich nicht nach. weil ich nach unten auf den Bogen gucke. Ah, So, jetzt wegen dem habe ich es Wechseln, verstanden. ja. Ja. Gut. Und Ich ich hoffe, glaube, du du solltest hast. von der oberen Plattform springen. Hast du Ich Medika. habe Habe ich gerade gemacht. Hast du Medikamente? Ja. Medikamente. Das ist gut. So, dann springe ich mal, ne? Juhu! Nur sterben ist schöner. Oh. Tot. Oh. Igitt. Wie Igitt, so eklig bin ich nur auch nicht. Oder sprichst du gerade mit meinen Bist du jetzt Flohkulturen? gestorben? Nee. Doch, ich lag. Nee, das sah so aus, du bist nachher komplett zusammengesackt. Ah, okay. So, mal testen, ob es geht. Ansonsten müssen wir gleich neu starten. Ich kann an den Dingern nicht rumpopeln. Nein. Ich kann nichts mehr Moment. anfassen. Moment. Mein komplettes Interfatze ist für'n Arsch. Bau mal kurz ein neues und schauen, ob es dann geht. Volksfront von Judäa, fliegendes Suizidkommando. Oder so. What the fuck? Ich wollte gerade die Kornflauen Wie essen, gesagt, was ich habe kann ich in der nichts, Hand? also mir werden hier die Symbole angezeigt. Hier liegen zwei Sticks rum, aber ich kann sie nicht mehr aufkrabbeln. Einfach mal ein paar Tasten gleichzeitig drücken. Vielleicht einfach mal mit dem Kopf über die Tastatur rollen. Versuch mal. Vielleicht geht's ja jetzt bei dem einen. Ich glaube, wir müssen gleich neu starten. Das Problem ist, dass uns halt der Fortschritt dann fehlt. Das letzte Mal gespeichert habe ich, weiß ich gar nicht, wann ich gespeichert habe. Nö, geht auch nicht. Job, job, job. Das heißt, wir müssen einmal neu starten. Gut, dann, ja. Gucken wir jetzt erstmal schön ein bisschen Black Screen, würde ich sagen. Yay, Black Screen. Beschissen. Habe ich schon erwähnt, wie ich Forest liebe? Ja, in ganz großem Herz. Ja, so, hast du neu gestartet, Patrick? Sie. Sie, Senor, sie, also gut gemacht, hä? Sie. Eine gute Rasen, man. Kooperativ, Horst, Continue. Okay, ich habe gespeichert, da war es noch dunkel. Aber immerhin habe ich ein, zweimal zwischendurch gespeichert. Moin, Philipp Phil. Der Philipp Phil von den Philippinen. Oder oh, Phil-Philippine. Der Phil Philippine will in die Philippine rein. Nein, lassen wir das. Von aus und in die Philippine. So. Mann, was hast du viele ungelesene E-Mails? Muss sie mal lesen, Frau. Da stehen bestimmt Dinge drin. Wie zum Beispiel, Sie haben 1 Million Dollar geerbt. Melden Sie sich jetzt hier bei Brutschnikow, keine Ahnung was. Geben Sie uns Rosniji erstmal Ihre Kreditkartennummer durch. Direkt gefolgt von Werbung in der gleichen Mail von Brauchen Sie eine Penisverlängerung? Ja. Ja, nicht? Kriegst du sowas nicht, Patrick? Wie sowas nicht kriegen? Achso, das gibt es in Österreich nicht, ne? Ihr seid da ja so ein bisschen Das sind wir konservativer auch. Schweiz. Wir halten uns da alles Ah, raus. okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Also ich bin noch am Luaden, ne, gerade. Following. Ich hoffe echt, wir müssen jetzt echt nicht so lange warten.
Oder nicht so viel von dem gleichen Mist nochmal neu machen. Aber wir können uns jetzt den Zwischenschritt mit dem, mit der Brücke natürlich sparen. Wir müssen natürlich den Pöller dann nur neu setzen. So, ich habe Black Screen. Ja, ich habe immer noch Loading X, jetzt bin ich da. Und wir müssen noch das halbe Floß voll mit Holz machen. Ja, ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt gewesen, wo du nach oben gewatschelt bist. Weil da hatte ich gerade Zeit. Ein bisschen schneller nach. So. Ja, wir haben ja auch noch was im RAM drin gehabt, ne, vom Spiel. Von daher geht das ein bisschen schneller mit dem Laden. All you need is a friend. Wie wir hinten immer noch das Haus haben, was wir angefangen haben und einfach mal nicht fertiggestellt, weil wir dann auf die mit der Brücke kamen. Ich sehe ja schon, komm, wir benutzen das Floß dann sowieso nicht mehr. Sondern fahren einfach mit dem Logsled über die Brücke drüber. Wenn es denn funktioniert. Boah, das wird funktionieren, das hat doch schon mal funktioniert. Ja, aber es gibt sicher die Kunst des Runterfallens mit dem Logsled ins Die Wasser. Kunst des Runterfallens, die wird dadurch limitiert, dass wir ein Geländer bauen. Ja, aber passt dann der Logsled durch? Try and Error. Das Geländer können wir immer noch wegreißen. Würde ich mal so sagen. Wenn es Stick-Gelände ist, dann ja. Ja, Bone nicht. Mit Bone hält am meisten aus. Okay. Nicht Stein? Nee, ich glaube, das ist Knochen. Okay, cool. Ah, Kelvin guckt übrigens das erste Mal zu. Das ist schön, hör mal. Ah, da ist es heute schon wieder. Genau, schmeiß es lieber mal ein bisschen weiter hier vorne rein, dann finde ich das leichter, als wenn das unter dem ganzen anderen Gedönse ist, was ich auf... Aber du merkst, ich kann wieder interagieren mit Objekten, ne? Das finde ich gut. Mal gucken, wie lange. Ich bin der Intergirix. Intergatorix. Ich bin integriert. Chlorix. Oha. Nein, dann Chlorix ist ein Reinigungsmittel. Auf Chlorbasis, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt. Oh, ein Lock. Aua! Der ging voll auf die hohle Nuss. Das kannst du doch nicht machen, Patrick. Kann nichts wehtun, oder? Ja doch, hör mal, du hast die kleine Murmel da drin zum Rotieren gebracht. Hör mal, die klöckelt jetzt die ganze Zeit da durch die Gegend. Sag jetzt lieber nicht, was ich sagen könnte. Ja, sag doch mal, was du sagen könntest. Ich bin sehr gespannt, was du sagen könntest. Warum nicht? Traust dich schon wieder nicht? Schisser, 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 schisser. Nö, meine Philosophie ist, das Nichtwissen ist oft schlimmer wie das, was man sagen könnte. You know what I mean. Ja, das hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit Philosophie zu tun, aber... Nö, es ist meine Philosophie. Ich meine, warum sollst du jemanden jetzt unter Anführungszeichen beleidigen? Ja, wenn du es einfach nur sagen könntest, ich könnte jetzt was darauf sagen, ist es bei den meisten Menschen so, dass sie dann sich mehr ärgern, dass sie es nicht wissen, als wenn du sagst, sie wissen es dann. Das verstehe ich. Oh, das muss ich gleich auch noch machen. Gut, dass du mir das... Erinnere mich gleich mal dran, ja? Danke. Ja, gleich mal durchzählen. Mal, wie schnell bist du eigentlich so mit dem Holzhacken? Das ist ja ein Traum, hör mal, wie schnell du bist. Ja, hast hör du das nicht gehört vorher? Nee. Okay, Punkt. Also, wir brauchen noch 4, 5, 6, 7 Stück noch. Ich hätte ganz gerne 7 geile Loks. Da baue ich mir ein Hütchen und vielleicht noch... Was reimt sich jetzt auf Loks? Ja, das reimt sich auf Loks, aber das sage ich jetzt nicht. Ja, Dr. Cox, genau. Nichts Schlimmes. Hm? So, wo sind noch Loks? Hallo, Loks. Seid ihr hier? Ela? Ich, doch. Gott, ich muss wieder Holz hacken. Warte einen Moment. Ja, sind die lustigen Holzhacker, Bim. Ja, es reicht einer wahrscheinlich, ne? Wenn es ein Fünferbäumchen ist. Ach, schlag und dann doch die zu, Hände Junge. Zum... Ja, würde ich gerne... Wir hatten die Taube hier hinten an den Hai dran geklebt. Möwe meine ich natürlich. Gut, ich wollte vorher nichts sagen, weil... Schildkrötenkopf, ein Möwenkopf und ein Haikopf, Ach, ein Schildkrötenkopf ist da unten ja auch noch. Ja. Ach, ich habe gedacht, das wäre Holz. Aber nee, das ist ja hier so ein Turtel. Ach, guck mal, jetzt weiß ich auch warum, hör mal. Ich habe ein Turteltäubchen gemacht.
Auch erst jetzt. Und Turteltäubchen. Okay, jetzt habe ich natürlich echt Probleme, was ich jetzt gerne als Folgentitel nehmen möchte. Also entweder Heiko und Heidi oder das Turteltäubchen. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Wir können es ja aufteilen. Weil wir sind eh am Ende der Folge angekommen. Deswegen sage ich erstmal, bis morgen und alle Dute.